Hi Leute, ich möchte euch heute gerne mal eine kostengünstige Alternative vorstellen zu einem Camcorder. Setz auf Qualität, ich möchte eigentlich das Bestmöglichste haben und irgendwo auch Geld sparen und nicht irgendeine Spiegelreflexkamera oder für Tausende von Euro kaufen und irgendwie erstmal das Geld zu haben und generell hier mit Mikrofonaufsatz und so weiter. Hast du irgendwann so eine klobige Kamera? Ich möchte, dass es kompakt, schnell geht, bestenfalls für Vlogging. 4K-Aufnahmen wären ganz geil oder 60 FPS. Und da habe ich für euch heute einen kleinen Tipp. Ich möchte euch gerne was vorstellen, was unter 100 Euro zu bekommen ist. Denn das Video, was hier auch gerade aufgenommen wird, das ist auch mit dieser Kamera aufgenommen in 4K. Und ja, wir reden hier von einem iPhone. Also iPhones sind generell schon, finde ich meiner Meinung nach, gute Aufnahmeprogramme oder generell haben eine wirklich richtig gute Kamera, auch eine Videokamera, Fotokamera und das iPhone 6S, was ich habe, hat mich 90 Euro gekostet und ich habe herausgefunden, die unterstützt sogar bis zu 4K-Aufnahmen und das ist wirklich heftig und ich bin für euch extra mal ein bisschen rausgegangen, habe ein paar Impressionen eingefangen und generell habe mal so ein bisschen gevloggt, habe euch ein paar Aufnahmen gleich hinten dran gehangen und muss ehrlich, also bin voll auf begeistert, die Tonqualität ist mega gut, die Videoqualität ist auch richtig, richtig gut meiner Meinung nach. Gut, ihr müsst natürlich extern irgendwelche, es gibt da so ein Tool, womit ihr euren Speicher erweitern könnt, mit einem iPhone müsst ihr mal googeln. So mit 32, 64 GB wird schon schwierig, denn eine 4K-Aufnahme zum Beispiel, eine Minute verbraucht 350 MB. Das sind in 10 Minuten 3 GB, fast 4 GB. Ne, wenn er das hochrechnet, seid ihr vielleicht bei einer knappen Stunde auf ein Aufnahmematerial. Empfehlenswert ist natürlich auch eine Powerbank, eine vernünftige, denn der Akku leer ist Akku leer. Aber ey, ich bin voll auf begeistert. Ich hatte ja vorher auch ein iPhone 6S und ich frage mich bis heute, warum habe ich das nicht so gemacht? Also warum? Es gibt wirklich, das iPhone ist wirklich so ein tolles Gerät und auch gerade jetzt für Videos, ihr seht es ja hier, besser geht's doch eigentlich gar nicht, ne? Deswegen, hier kommen jetzt ein paar Aufnahmen und wie gesagt, eine kostengünstige Alternative könnt ihr teilweise für unter 100 Euro schon bekommen, wenn ihr auf der Suche seid nach einem guten Videoaufnahmeprogramm. Ja, das ist jetzt mal eine kleine Testaufnahme, ich bin gerade draußen. Qualität ist halt mega geil, also kannst du wirklich nichts gegen sagen, oder? Also, Respekt. So, jetzt testen wir mal kurz den Zoom. Der ist nämlich auch ganz schön ordentlich. Okay, das war der Zoom. Der einzige Nachteil beim iPhone ist halt, verwackelt halt. Brauchst also Gimbal. Und wenn es so kalt wird, hat der iPhone so einen Schutzmechanismus eingefügt, der dafür sorgt, dass dein Handy bei Temperatur von bis unter 0 Grad, dass es dann halt einfach aus akkutechnischen Schutzgründen ausgeht. Das ist ein bisschen scheiße, aber ansonsten sind das echt schöne Farben. Na, wir haben natürlich jetzt hier keine Blätter mehr am Start, aber ey, ich sag mal ganz ehrlich, für wie gesagt, 90 Euro hast du hier wirklich echt was geboten bekommen. So, hier haben wir jetzt mal eine Testaufnahme im Dunkeln tatsächlich. Ja, wenn man sieht man nicht so viel, aber das können wir gleich mal ändern. So sieht das Ganze dann mit Blitzlicht aus, ne? Also man sieht ein bisschen mehr was, aber ja, es geht. So, und wieder zu Hause angekommen, habe ich aber auch noch einen kleinen Trick für euch, wie ihr dafür sorgen könnt, dass, falls das dann ausgehen sollte, dann, wenn es zu kalt wird, habe ich wieder mal selber recherchiert und geguckt, was kann man denn da machen, weil das ist natürlich ärgerlich, wenn du irgendwo filmen möchtest und auf einmal, hey, das iPhone geht aus, was mache ich jetzt? Ich wollte eigentlich noch irgendwie was filmen oder was, ein Foto machen. Dann drückt ihr abwechselnd den Home und den, die On-Taste für 30 Sekunden etwa immer abwechselnd spammen, drücken, was das Zeug hält und dann wieder einschalten. Wenn dann
sorgt es dafür, dass er wieder eine höhere Spannung hat und dementsprechend, dass sich wieder Wärme bildet. Oder wenn ihr eine vernünftige Powerbank habt, könnt ihr auch euer Handy an eine Powerbank Wärmequelle mäßig dran stöpseln und dann sollte das auch nochmal gut funktionieren. Ja, ich bin wieder voll auf begeistert. Ihr habt es ja gesehen, ganz Video schon. Qualitätstechnisch kannst du da wirklich nicht meckern und ich finde, das ist wirklich eine günstige Alternative zu einem sehr hochpreisigen Camcorder. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.